Ja, hallo, hier ist der Quert und hier am Anfang zeige ich noch ganz kurz die Schwierigkeit, auf der ich spiele. Für alle, die dies interessiert, eigentlich das meiste off und manual, außer ein paar Dinge, wo es dann wirklich ein bisschen echt hart werde. Und im Hintergrund sieht man es bereits, get ready für Forza Horizon 2 Doppelpunkt Fast and Furious. Forza Horizont 2 schnell und furios. Nein. Das ist nämlich jetzt schon seit einiger Zeit draußen und ist so, ich weiß nicht, DLC, Spin-off, Standalone, Cash-in Werbung. Na gut, Cash-in stimmt nicht ganz, weil es ist momentan zumindest noch kostenlos und den ersten Crash. Kostenlos, ansonsten kostet es glaube ich irgendwie 9 € und das soll glaube ich sein bis zum 10. und nochmal Crash. Bis zum 10. April noch. Meines Wissens. Könnt ihr mir gut vorstellen, dass es im Generellen einfach kostenlos bleibt, weil es im Großen und Ganzen nichts anderes ist als ziemlich viel Werbung für den Film. Wer hätte es gedacht? Ja, ansonsten spielt es scheinbar in der Open World von Forza Horizon 2. Ich habe es noch nicht wirklich lang gespielt. Deswegen kann ich dazu auch noch nicht so viel sagen, außer dass ich bis jetzt die eine Stadt hier gesehen habe, die es in Forza Horizon 2 1 zu 1 so gibt und daher deswegen auch einfach höchstwahrscheinlich übernommen wurde. Ja, die Sache ist die, dadurch, dass es kostenlos ist und sonst Forza Horizon 2 ziemlich ähnelt, wenn nicht sogar 1 zu 1. Ist es vielleicht ganz lustig, mal für alle, die das Spiel noch nicht ausprobiert haben, es einfach mal auszuprobieren und am Ende sich vielleicht eine Meinung zu bilden, eventuell das Spiel sogar zu kaufen, ich weiß es nicht. You're on the straight. Nitrous times. Es gibt so ein paar andere Elemente natürlich, die in Forza Horizon zwar nicht da sind, wie dieses Nitro hier, aber bis jetzt habe ich eigentlich nichts Weltbewegendes erkannt, was jetzt so an sich in Forza Horizon 2 nicht auch vorkommen würde. Ich habe das Ganze gespielt zusammen. Also nicht zusammen, sondern gleichzeitig mit dem Ishma, der das Ganze mal auch mal ausprobieren wollte. Musste aber feststellen, dass es irgendwie nicht so seins war, hatte scheinbar ein paar Probleme mit dem Handling. Alright, you got skills. Mit dem Handling der Autos, was daran liegt, dass man am Anfang ja auch gleich einen Muscle Car in die Hand gedrückt bekommt, was nicht Man, you made that look easy. Bring it back to the garage so I can check it out. was nicht unbedingt das Einfachste ist am Anfang zum Einsteigen. Vor allem, wenn man dann auch noch ziemlich viele Hilfen ausstellt. 100 meters, turn left. Genau, aber das ist was ich an dem Spiel echt sehr gern mochte. Die Tatsache, dass das Fahrgefühl eben Forza-typisch relativ realistisch ist. Also gut, was weiß ich habe ja selbst keinen Führerschein, aber zumindest relativ schwierig zu sein scheint. Jetzt im Vergleich zu anderen Rennspielen. Und deswegen mag ich es ganz gerne, aber jetzt labert der Kerl gleich wieder, deswegen bin ich mal kurz leise. Wow, it's beautiful. Man, this is a real classic. Auch ist das Gameplay nicht von Anfang an, sondern von irgendwie so ab der Hälfte, oder ich weiß nicht, keine Ahnung, ich habe halt 10 Minuten davor gespielt, das ist so gut. Und dann erst angefangen hier was aufzunehmen. Ziel ist es irgendwie, dass man so 10 Autos kriegt und einsammelt und. We may have competition. Word is, some driver is after the next car on our list. Take a look and see if we can use him or lose him. Und dafür muss man eben halt so verschiedene Challenges erfüllen, unter anderem halt eben so Straßenrennen gegen andere Fahrer, um dann diese Autos halt irgendwie zu gewinnen, scheinbar. Keine Ahnung. Ist im Großen und Ganzen auch nicht so wichtig, weil die Storyhandlung eigentlich komplett wurscht ist beim Rennspiel und es mehr darum geht, dass es sich gut spielt. Und meines Erachtens tut es das. Auf jeden Fall hatte ich mal wieder richtig Bock auf Forza Horizon 2, nachdem ich das gespielt habe, weil ich es schon lange selbst nicht mehr gespielt habe. Und ehrlich gesagt auch vergleichsweise wenig dafür, dass ich Forza Horizon 1 eigentlich so gesuchtelt habe. Das große Problem ist, es ist halt, ja, ich habe halt, die meisten Leute, die ich kenne, spielen das nicht. Und deswegen, wenn ich halt online bin, spiele ich meist mit Kumpels zusammen. Und wenn ich niemanden, ja, wenn niemand das mit mir spielen will, abgesehen vom Schweizer, dann
Ja, spiele ich es halt auch leider nicht so oft. Was eigentlich schade ist, weil das Spiel macht echt verdammt Laune, also mir zumindest. Und jetzt redet er gleich wieder was? Nein? Okay. That's him. Get close and maybe I can figure out his game. Ja. Es baut mich eben so shit wie den Kerl hinter nachfahren, damit der coole Kerl mit der coolen Stimme sein GPS in Anführungsstrichen hacken kann. Dabei scheitere ich ein bisschen, indem ich hier ein paar Autos küsse, vor allem das hier. Oh. Aber sollte es am Ende dann doch schaffen. Ja. Genau. Aufgebaut ist es ja auch wieder so challenge-mäßig. I hacked his GPS. He's headed to a race. Prize is a Jeep Wrangler. Get there first and take his spot. Aufgebaut ist es auch wieder so ähnlich wie, also genauso wie Forza Horizon 2, es ist ja auf Challenge mit Kumpels bedacht, dass man irgendwie versucht, irgendwie schneller zu sein als sie, und das klappt meines Erachtens auch ganz gut, und die Rückspulfunktion ist sehr praktisch, wenn die NPCs mal wieder meinen, irgendwie random abbiegen zu müssen. Alles in allem ist die Open World natürlich super, also ich liebe die in Forza Horizon, vor allem weil es einem wirklich so dieses, also oftmals fahre ich in Forza Horizon einfach nur gerne hin und her und schaue mir die World, Open World an und war das so entlang, weil es halt wirklich dadurch, dass es sehr gute, meines Erachtens gute Grafik hat, ein wirklich fast schon, ja gut, real nicht, aber ja, sehr real anmutendes Erlebnis, wenn man da rumfährt, vor allem in Cockpit-Perspektive, die meines Erachtens sehr schön ist. Einzig schade ist, dass man, wenn man nach hinten rausschaut, nicht irgendwie einen Kofferraum sieht oder so, sondern nichts vom Auto selbst. Aber ansonsten wirklich alles sehr schön und detailverliebt gemacht, meines Erachtens zumindest. Genau, hier auch wieder lustig, EA hält ja, soweit ich weiß, sämtliche Lizenzrechte für Porsches. Deswegen gibt es in Forza immer nur RUF, was eine, ja, wie nennt sich das, irgendwie Autoschmiede für Porsche-Veredelungen ist. Also es sind einfach nur getunte Porsches, die dann unter dem RUF Label laufen und nicht mehr unter Porsche, und deswegen dürfen sie auch von anderen Rennspielen, abgesehen derer, die EA besitzt, ja, benutzt werden. Warum auch immer, keine Ahnung, was EA mit den Porsches hat und Porsche mit EA, aber irgendwie scheint das eine Art Embargo zu sein, weswegen nur EA Porsches haben darf, nur EA Spiele. Zumindest war es bisher immer so in den modernen Rennspielen. Und man wird zugeschüttet mit Erfolgen. Fast schon wie diese damaligen schlechten Cash-Ins auf der 360, falls man sich an die noch erinnert, irgendwie so King Kong oder so, die dann 5 Erfolge A 200 Gamerscore haben, die man dann einmal durchspielen sich holen konnte. That's how it's done. He never stood a chance. Ja. Im Großen und Ganzen ist es aber auch wie immer keine Challenge irgendwie. Großartig. Wenn man die Autos einmal gut unter Kontrolle hat, ist sich irgendwie gelernt hat, mit denen auf das Fahrverhalten da klarzukommen. This is just one of the showcase events hosted by the Horizon Festival. I've seen drivers race against all sorts of crazy things. High-speed trains, even fighter jets. You'll be racing something I ain't never seen before. A military attack chopper. Beat the chopper, win the car. Simple, huh? Genau, und dann haben wir ja auch noch diese typischen Horizon abgefuckten komischen Challenges, von wegen sei schneller als der Chopper oder sei schneller als ein Zug. Hey, don't forget you can use nitrous in this event. Don't be shy about using it to your advantage. Ja, im Großen und Ganzen war das hier für mich ein riesiger Clusterfuck, aus dem simplen Grund, da ich mal wieder, wie so oft, die Helligkeit zu niedrig gestellt habe und ich habe exakt nichts gesehen. Mit nichts meine ich nichts. Ich weiß nicht, ob es im Video gut rüberkommt, aber ich hatte echt fette Probleme, irgendwie zu erkennen, wo die Straße ist und wo es weitergeht und wo nicht. Vor allem, weil es dann auch so teilweise Offroad war und die Scheinwerfer von diesem Jeep irgendwie exakt 2 Meter geleuchtet haben und dann sich einfach sämtliche Leuchtkraft sich in Rauch aufgelöst hat. Deswegen ist wirklich sehr schwer vorherzusagen, wo ich gerade hinfahre, und dementsprechend ja, schlecht fahre ich auch. Also ich habe hier ziemlich oft küsse ziemlich oft mal die Wand und ähnliches, aber naja. Zudem ist es auch noch so ein Geländewagen, und die mag ich im Generellen in Rennspielen meist nicht, oder zumindest in Forza nicht, weil die haben immer so einen, ich weiß nicht, so einen schwammigen Übergang zwischen den einzelnen Gängen.
Also ich finde es immer sehr schwer festzustellen, wann ich im ersten, zweiten, dritten, vierten sonst was sein muss. Aus dem simplen Grund, weil irgendwie der erste ist immer meist viel zu hochtourig, der zweite dann wieder viel zu untertourig und irgendwie fehlt mir immer so ein Gang dazwischen. Aber gut, zweiter geht meist noch. Der Unterschied, glaube ich, zwischen zweiten und dritten ist immer so krass bei diesen Jeeps und Geländewagen und Zeug. Und da komme ich immer überhaupt null drauf klar und verschalte mich hauptsächlich den ganzen Tag. Speziell dann auch, weil ich natürlich, wenn ich dann fokussiert bin, auch noch versuche vom Motorgeräusch her zu urteilen, wann ich schalten muss oder nicht. Und bei den ganzen Jeep-Zeugs, bla, ist es dann einfach oft so, dass die einfach nur so ein großes, schwammiges Raunen von sich geben, wo ich jetzt ehrlich gesagt nicht raushören kann, ob ich jetzt schon hätte schalten sollen oder nicht. Abgesehen vom ersten, der meist viel zu hochtourig dann ist, wenn man rausschaltet. Sehr schön war auch noch diese Brücke hier, weil man die echt null erkannt hat. Und da bin ich dann durch gekonnt gegen die Wand gefahren. Gott sei Dank gibt es ja das Rückspulen-Feature, das ich zwar im ersten immer aus hatte, aber im zweiten Horizon habe ich es dann. Das war mir dann doch ein bisschen zu müßig, jedes Rennen bei jedem Fehler nochmal neu zu fahren. Vor allem, weil es halt in Horizon 2, dadurch, dass man nicht mehr auf die Straßen beschränkt ist, gibt es halt ziemlich viele Offroad-Rennen auch. Oder vergleichsweise viele. Und da hat man halt echt zu kämpfen mit dem Grip und muss wirklich rumdriften und zum Teil fährt man dann auch noch durch hohes Gras und wenn man so wie jemand wie ich ist, der generell eigentlich nur in der Cockpit-Perspektive fährt, weil er findet, dass die am schönsten ist, dann sieht man einfach nichts mehr in diesem Gras, weil es höher wächst, als man selbst sitzt. Und hier war dieser Baum, den ich glücklicherweise verpasst habe. Und das stellt dann ein riesiges Problem dar, wenn man einfach nicht mehr weiß, wo man hinfährt und dann oft Unfälle baut und dann bei jedem scheiß Unfall das gesamte Rennen nochmal neu zu starten, ist mir dann meist zu mühselig gewesen. Dann habe ich diesmal das Ganze angelassen. Lustigerweise habe ich es sogar noch geschafft, hier gegen den Chopper zu gewinnen, obwohl ich so schlecht gefahren bin, was mich eigentlich verwundert hat. Ich hatte aber gedacht, dass ich knapp finde. That is what I call a race. One pilot down. One Jeep that's now odd. Genau. Aber you know, racing's one thing, but if you want to test yourself, see how fast you really are. Try going up against your friends and other festival drivers in rivals competition. It's a good way to put some polish on those skills. Ja, aber scheinbar hatte ich es tatsächlich geschafft, schneller zu sein und Erster zu werden. Und dann kam natürlich die Einführung der sogenannten, in Anführungsstrichen, Rivalen, die nichts anderes sind als die Freundesliste. Und da wird halt geschaut, oder nicht mal unbedingt, wenn man jemanden hat, der spielt, dann sind es einfach random Spieler. Und da muss man eben schauen, dass man schneller ist als die und fährt gegen deren Geist. Was an sich ganz cool ist, also ich hatte da zumindest im ersten Horizon, hatte ich da einen ziemlichen Fight immer. Einen ziemlichen Fight mit dem lieben Herrn Reaper, wo wir dann immer versucht haben, unsere Bestzeiten zu brechen und das ging dann echt zum Teil richtig krass. Tatsächlich war es aber leider so, dass er der deutlich bessere Fahrer war und oder ist als ich. Und er immer innerhalb von einem Attempt, so gesagt, einem Versuch, dann meine Bestzeit gebrochen hat und ich dann wieder 2 Stunden dran saß und mir die Zähne ausgebissen habe. Sehr zu meinem Frust, weil ich echt lang und viel Zeit in diesem Spiel versenkt habe, um seine Bestzeiten zu brechen. Und er kam dann einfach, der hat irgendwie eine halbe Stunde gespielt und war gleich mal irgendwie 3 Sekunden besser als ich. Ja. Momentan leider so, dass halt vergleichsweise wenig Leute in meiner Freundesliste, die ich wirklich kenne, dieses Spiel haben. Und, oder Horizon 2 haben und deswegen ich auch nicht so den Ansporn habe, zumeist irgendwie dann irgendeiner Bestzeit besser zu sein als sie, weil ich jetzt eigentlich niemanden kenne, den ich da überbiete. Also niemand persönlich kann, niemand weiß, dass es irgendwen ärgert. Und das ist ja das eigentlich, was man, diese freundschaftliche Rivalität ist ja doch, was einen meistens eigentlich anspornt, sowas zu tun. Aber sonst im Generellen, wenn man viele Freunde hat, die sowas spielen oder so, dann ist es wirklich ein super System, es macht echt Spaß und ist wirklich nicht schlecht gemacht. Also viele Spiele sprechen immer über Social und hier Social und da Social und wie sie es implementieren wollen und da. Aber ich muss sagen, dass Forza Horizon es echt raus hat, das gut zu machen. Eben diese Challenges und dieses Social Involvement dazu implementieren. In einer Weise, wie es
Spaß macht und einen anspornt. Und hier hatte ich das Problem, ich habe nicht gesehen, wo ich hinfahre, bis auf jetzt. Und dann wusste ich, es ist zu spät und habe erstmal zurückgespult. Ja, das nächste Mal muss ich einfach die Helligkeit ein bisschen höher stellen, weil das ist echt krass. Oder ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so geplant und das ist die Helligkeit, der man spielen soll. Ich mache ja persönlich Spiele gerne ein bisschen dunkler, weil sie dann meines Erachtens ein bisschen realistischer aussehen. Weil man halt tatsächlich dann wirklich relativ wenig sieht und es halt so ist, wie als würde man tatsächlich in der Nacht fahren, wo man dann halt genauso wenig sieht und genauso beschränkt ist. Weil man muss sich nur mal irgendwie die Rallye Dakar oder so heißt es über Nacht ansehen und man weiß, wie wenig die Leute da sehen. Also keine Ahnung, ich habe mal irgendwie so GoPro-Video gesehen, wo so Leute da so eine Rallye irgendwie durch Afrika fahren oder so und dann sind die da bei Nacht gefahren. Und man sieht ja mit der GoPro-Kamera, diesmal habe ich den Baum leider nicht verfehlt. Und man sieht dann halt von der GoPro-Kamera aus die Cockpit-Perspektive von diesen Leuten, wie sie halt dann echt fahren. Und man sieht echt verdammt wenig. Und es ist wirklich krass dann, wenn man weiß, dass die so hart auf ihre Beifahrer so gesagt angewiesen sind, dass die ihnen sagen, also bei Rallyes ist es ja meist so, dass einem gesagt wird, ja, so und so musst du fahren vom Beifahrer und wie hart die darauf angewiesen sind, wie eingespielt dieses Team sein muss. Genau, tatsächlich habe ich es dann geschafft gegen den lieben Vani hier. Good job, but don't go getting all cocky. Each time you win against a rival, you'll get a new rival time to beat, which means it gets tougher each time. So you'll need to keep up in your game if you want to stay on top. Genau, habe ich dann eben gegen den lieben GVA Vani es geschafft, meine Bestzeit zu verbessern. Sofern es Sinn ergibt, keine Ahnung. I'm trying to find an old Roadrunner. Word around the festival campfire is that there might be one abandoned south of the airfield. Go take a look. No. Oh, und hab's tatsächlich geschafft. Und dann kam auch schon wieder das nächste. Nämlich die sogenannten Scheunenfunde. Die im Großen und Ganzen daraus bestehen, dass man irgendwie so eine alte Scheune finden muss, in der dann, wie der Name schon sagt, Scheunenfunde, in der dann ein altes Auto drin ist, so ein Oldie meist, der halt runtergekommen ist und dann sagt der Sprecher bla bla und bla und ich repariere den für dich und sag dir, wenn es fertig ist. Und die sind dann meist so versteckt, man muss halt so ein bisschen Collectibles sammeln und suchen, so wie es halt gerne implementiert wird in Spielen, um die Spielzeit zu verlängern. Ist ganz lustig, so Collectibles und so Zeug, dass man ein bisschen in der Open World umher erkunden muss und irgendwas finden muss. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. War jetzt hier aber speziell in diesem Fall echt verdammt einfach. Also, wenn man dann gleich sehen wird, wenn ich irgendwann ankomme. Es hat keine 2 Sekunden gebraucht, bis ich den Ort ausfindig gemacht habe. Weiß nicht, ob das bewusst so einfach gehalten wurde, ich einfach Glück hatte. Aber das war halt echt hart erbärmlich. Und hier habe ich irgendwie so, ja, nicht so aufgepasst. Ich weiß nicht, Jeeps, so große Geländewellen fahre ich oftmals sehr ungern, weil ich irgendwie mit denen nicht so ganz klarkomme. Vom Fahrverhalten her, vom Schalten und allem überhaupt, ist nicht so mein Fall. Mag da lieber meist, was ich gerne mag, sind Oldtimer. Vor allem alte Muscle Cars finde ich lustig zu fahren. Und dann gibt es natürlich ein paar neuere Wegen, so gesagt, so richtige Sportwagen dann, die dann einfach nur noch so richtig auf der Straße bappen. You can always drive up behind a festival driver and challenge them to a head-to-head. Und die machen dann auch ziemlich viel Spaß zu fahren, gerade auf so kurvigen Straßen, weil du echt so eine Bodenhaftung hast. Man kann ja eben, wie gesagt, auch so normale Spieler herausfordern, also so NPCs, und gegen die dann so ein spontanes Rennen fahren, aber ja. So, jetzt bin ich bei meiner Markierung angekommen, die ich mir selbst gesetzt habe, und habe mir gedacht, jo, das sieht irgendwie aus wie eine Scheune. Mal sehen, ob da was drin ist. Und tatsächlich, es war was drin. So. Let's see if those rumors were true. Well, it's a Roadrunner, alright. It needs some work, though. I'll get it back to the garage, but it shouldn't take long. Once I get this thing up and running, I'll give you a call and let you know. Man, this thing is gonna be tight when it's done. You'll see. Ja, wie gesagt, war nicht schwer versteckt und lustigerweise hat es ihm auch nicht lange gebraucht, das Ganze zu reparieren. Denn er ist jetzt fertig. Yo, I got the Plymouth Roadrunner up and running again. Told you it wouldn't take long. Swing by the garage if you want to take her out for a spin. Ja. Das war eine Umdrehung, die ich gemacht habe, in der er das Ding repariert hat. Aber
Hey, im echten Spiel dauert es ein wenig länger, im Großen und Ganzen ist aber ich hauptsächlich komplett wurscht. The Plymouth Roadrunner. Been a while since I saw one of these. Living the dream, brother. And I can't even remember how long I've wanted one of these. Come on. We still have a lot of cars to win. And by we, I mean you. Und damit hätte ich dann 3 von 10 Autos endlich gehabt. Hab mir dann gedacht, ich wechsle das Ganze. Aber da hat dann der Ishmael schon geschrien: Das Spiel ist nicht gut, ich kaufe das Spiel nicht klar, lass mal was anderes spielen. Und somit habe ich dann gesagt: Okay, jetzt hocke ich mich noch ganz kurz hier rein, will den einmal um die Ecke fahren. Und dann können wir gerne Halo spielen. Und eigentlich war ja schon die ganze Zeit im Halo spielen. Ja, das. Yo, some gearheads have knocked together a track down at the docks. Take the Jeep and show them how we do it. On the flip side, I heard there's a race starting north of Nice that you don't want to miss. You should check it out. Ja, und da habe ich mir noch kurz einen Wegpunkt gesetzt, bin, glaube ich, 2 Meter gefahren oder so. Und bin erstmal natürlich fett gefailt dabei. Ja, bam. Genau. Und dann bin ich auch schon zu Halo. Und das war's mit dem Video. Ciao, tschüss, sagt der Kerl.